Was geht, Leute? Mein Name ist Andrew Fox und willkommen zur nächsten Folge zu Fallout 4 in VR. Wir haben letztes Mal mit der Rising America Rising, jedes Mal vergesse ich den Namen der Mod, auf jeden Fall weitergemacht. General Ward hat uns den nächsten Auftrag gegeben, eine Vertibird Facility zu suchen, und auf diesem Weg haben wir einen neuen Kumpan gefunden, McBride und seinen treuen Gefährten Brutus. Wir sind jetzt ein kleines Team. Ich bin gespannt, wie gut wir zusammen agieren. Und deswegen schauen wir gleich rein. Nach dem Intro geht's los. Bis gleich. Na, Brutus? Nein, das ist Brutus. Das ist McBride. Und das ist Ghost. Ghost freut sich, ich freue mich. Wir sind bereit, hier in die Facility reinzugehen. In der Gegend von Deathclaw Valley. Bis jetzt haben wir noch keinen Deathclaw gesehen. Könnte aber noch passieren. Deswegen lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben nicht viel Munition, deswegen steigen wir wieder auf unsere allseits bewährte Scar um. Jetzt kurz den Controller hier noch kurz festschrauben. Okay. Und los geht's. Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's gut. Der Truppe geht's gut. Vor allem, was gut ist, die schleichen. Deswegen schleichen wir uns jetzt da rein. Gehen da vorsichtig durch, denn ich weiß nicht, was uns erwartet. Sins, Deathclaws, Raiders, man weiß nicht. Alles ziemlich nervige Kreaturen, die uns die Haut von den Körpern reißen möchte. Okay, McBride steht schon mal sinnvoll in der Gegend rum. Und zwar mir im Wege. Ja, das könnte wahrscheinlich der Ausgang sein. Zumindest sehe ich hier keinen Schalter. Ich bin mal gespannt, was für eine Feuerkraft McBride hat. Wir sind hier schon. Aha. Raider. Einer down. Der zweite down. Haben sie nicht kommen gesehen. Wir rushen jetzt einfach mal ein bisschen durch. Dem ist Sunglasses stehen. Komm her, McGreedy. McBride. Hey. Mann, McGreedy kommt erst noch. Hey. Don't make me carry the big guns. Nee, ich wollte dir eine fancy Sonnenbrille geben. Weil ich denke, das wird dir gut stehen. Ziehst du die bitte an? Du bist nicht so ein Sonnenbrillentyp, oder? Hoppala. Begabt. Okay, dann halt nicht. Hätte ja sein können, dass es funktioniert. Wir sind auf der Suche nach Acid und Screws, obwohl wir jetzt genug Screws haben durch die nette Spende von McBride. Rennt der! Sehr gut! What? Fucking Sniper! Wow! Gut gemacht! So schnell konnte ich gar nicht reagieren. Ich hätte vielleicht ein bisschen vorsichtiger reinlaufen können. Hätte, aber dann wäre es ja nicht so cool gewesen, wie ich mich gerade erschreckt habe. Von daher, Wayne.
Caution. Müssen wir ein bisschen schleichend reingehen. Das war so ein sogenannter Neckshot. Diesmal lasse ich nichts auf mich zukommen. Das wäre ein Fall für einen Sniper. Na, ihr könnt ja schon mal... Die werden jetzt zu mir herrennen. Und dann kann ich sie alle Reihe nach umnähten. Die haben null Chance. Sniper, Action, los! Oh, er muss nachladen. Zack! Mein Gott, bist du gut! Ja, schon ein bisschen neidisch. Also, der macht echt gut Schaden. Wahrscheinlich mehr als ich. Ich will gar nicht wissen. Gut, seine Waffe konnte man auch gar nicht anschauen. Weil die hat wahrscheinlich so einen 90er Wert. Krasser Scheiß. Eigentlich könnte man dadurch meine Combat Chance erweitern. Denn seine Waffen... Ja gut, ich weiß halt nicht genau. Aber so wie die aussieht, ist es schon der recht gute Sniper. Auf jeden Fall eine Bereicherung für das Team. Auch gegen große Gegner. Das ist auch eine Sniper Rifle. Nehmen wir mal mit. Vielleicht können wir da ein paar Bauteile noch entfernen für unsere Sniper Rifle, die ich dann nutzen werde. Witzig ist er auch noch. Der gefällt's mir. Sobald wir mit der 308er Munition wechseln können zu der 556er, können wir die dann auch nutzen für die Sniper, wir haben hier ein paar Gegner auf dem Radar. Das sind Gunner. Was machen hier denn Gunner? Vorhin waren es Raider. That'll wake you up in the morning. Oh, scheiße, ein Legendary. Kurz die Stimpacks. Favoriten. Favorite. Dahin. Okay. Ja, Dreckscheiße. Irgendwo da. Und da ist der Vertibird. Okay. Der ist mir im ersten Augenblick gar nicht aufgefallen. Aber scheinbar haben wir es gleich geschafft. Wählen wir noch. Check Van. Ein Van, den man nicht sehen kann. Wow. Komm schon. Steh nicht daneben, ey. Hier zwei down. Dann nur noch der Legendary da unten. Kurz nachladen. Munition wird auch immer weniger. Da unten ist er. So. Legendary ist down, die Gegend ist scheinbar sauber. Ja, willkommen zu einem Diskurs für Vertibirds. Dies ist ein Vertibird. Ich glaube, Claire weiß gar nicht, was ein Vertibird ist und hätte ich gesagt, wir fragen einfach Claire.
Aber Claire kennt sich nur mit Kreaturen aus. Technikzeugs habe ich nicht eingepflegt. Warum auch? Ich kann euch ja auch ein bisschen was erzählen über Vertibirds. Vertibirds sind sowas wie... wie nennt man das? Steigfluggeräte? Die so wie hoch, also senkrecht, ein Senkrechtstarter. Genau ist die Bezeichnung für dieses Fluggerät. Dadurch, dass es, wie man hier an den Propellern sieht, senkrecht starten kann und die Flügel dann auch drehen kann, um dann quasi vorwärts zu fliegen. Instigating Laser Musket. Aha. 42 Schaden. Hat auch gut Wert. Nehmen wir mit. Fusion Cells. Immer gut. 17. Okay. Nehmen wir mit. Können wir ein bisschen upgraden. Auf jeden Fall ist dieses Gefährt zur Transportzwecken benutzbar und hat die Möglichkeit, ein mittelschweres MG, quasi eine Minigun, zu montieren als Unterstützung. Sonstiges, auch wenn hier Waffen zu sehen hat, ist glaube ich keinen Waffennutzen. Also nicht so, dass jetzt, dass man Luftunterstützung erbeten kann, bezweifle ich. Aber ist auf jeden Fall in der Fallout-Welt ein Fluggerät, das gerne gesehen wird. Wir steigen jetzt mal hoch. Quick Save. Die kommen gleich nach. Ohne Kiste mit. Ja, okay. Right away. Right away kann man auch mal gebrauchen. War nicht mal so schlecht. Oh Gott! Mann! McBrady, mach das doch nicht. Das schreckt mich doch nicht. Du, deine Magic Skills. Noch eine Sniper? Die hatten wahrscheinlich keine Ahnung, wie Sniper genutzt werden. Sonst hätten sie mich von da hinten wahrscheinlich schon noch gesehen, was sie aber nicht taten, weil sie dumm sind. Auf jeden Fall muss das Ding jetzt irgendwie an die Oberfläche. Wir sind hier noch gar nicht fertig. Hätten sie Munition? Könnten 10mm Munition sein? Nein, es ist ein Auto. Ein Auto, das Schrauben hat und wir brauchen Schrauben. Gut, jetzt nicht mehr. Jetzt haben wir genug Schrauben. Aber was soll der Geiz? Hier haben sie also kampiert. Woodenblock. Was ist ein Woodenblock? Ach so, ein Spielblock. Okay, persönliches Geschenk. Da ist Acid drin. Denn die früheren Spielzeuge wurden mit nuklearem Material versorgt, um das Leuchten darzustellen. Ist ein Real Fact. Gab es früher wirklich. Terminal Security Door. Open Door. Okay. Machen Sie auf. So, wir sind jetzt wieder hier oben. Aber der Vertibird ist jetzt immer noch nicht oben. Was sagt denn unsere Quest? Aber wir sind zurück jetzt. Das war's. Oh Mann, ey. Na gut. Scheinbar war's das. Complete, go to. Was? Investigate whether the vertebra is still within. Ja, haben wir doch. Irgendwas wurde nicht getriggert. Gehen nochmal rein. Es wurde nicht getriggert, dass wir schon drinnen waren. Wie gesagt, das ist eine selbstgemachte Mod von der Community. Da kann auch schon mal so ein kleiner Bug mal kommen. Vielleicht müssen wir auch mit dem Vertibird interagieren. Auf die Idee hätte ich von alleine kommen können. Dann gehen wir jetzt nochmal runter zum Vertibirdy. Gucken, ob wir mit dem Teil interagieren können. Können wir da rein? Nein.
Interagieren ist nicht. Okay, dann gehen wir wieder hoch. Oder sind da irgendwelche Schalter, die wir betätigen müssen? Bin mir nicht sicher. Irgendwas muss man ja da hier machen. Vor allem die Tür müssen wir eigentlich öffnen können. Gucken, beim letzten Mal hatten wir das Problem, dass ich nicht wusste, welchen... Also nicht wusste, dass es da ein Interface gab zum Drücken. Deswegen sehen wir jetzt mal so nett und gucken, ob irgendein Interface hier auch der Fall ist, dass man betätigen, interagieren kann. Und das war ja das Problem letztes Mal. Es wird ja auch nichts angezeigt, ob man hier irgendwo was drücken kann. Da aber niente. Nichts, was dem Anschein erregt, dass man etwas machen kann. Wir gehen nochmal hier in dieses kleine Gebäude. Ah, okay, jetzt hat's getriggert. Kill the Remain haben wir. Mal hier noch irgendwas, sieht kaputt aus. Das braucht wahrscheinlich seine Zeit. Bis das Spiel checkt, hey, gewisse Punkte sind erledigt. Weiß nicht, wie die Programmierabläufe in diesem Spiel sind. Ob das Spiel die Region einscannt, kontrolliert in gewissen Abständen, zeitlichen Abständen, ob alle Gegner erledigt worden sind oder ob eine gewisse Grenze erreicht werden muss. Es gibt da viele Möglichkeiten, um ein Event zu prüfen. Aber hier bin ich mir nicht sicher. Aber ich denke mal, wir können jetzt zurück zu General Ward. Wir sind schon oben. Und dann schauen wir weiter, wo es uns als nächstes hinführt. Ich skippe den Teil. Bis gleich. So, McBride. Hier gehen wir jetzt rein. Ich stelle dir General Ward vor. Und dann schauen wir mal, was wir als nächstes als Aufgabe bekommen. Wundere dich nicht, es ist ein bisschen staubig hier. Ich glaube, das ist nur eine temporäre Lösung. Hier war alles voller Raider. Die Leute, die du gleich kennenlernen wirst, waren genauso wie ich 200 Jahre. Ich meine, die waren 200 Jahre im Tiefschlaf. Ich muss eben nicht gleich erzählen, dass ich auch 200 Jahre im Tiefschlaf war. Nachher denkt er, ich wäre ein Boomer oder so. Auf jeden Fall, fühl dich wie zu Hause. Und bin mal gespannt, wo wir jetzt als nächstes hingeführt werden. Was hat uns jetzt der Vertibird gebracht? Fliegen wir jetzt damit? Oder? Sergeant, hättest du auch letztes Mal sagen können, dass du nicht mitgehst, gell? So eine kleine Info hätte auch gereicht. Danke für nichts. General Ward meldet sich, Fox meldet sich zurück zum Dienst. Sir, have you been to the hangar yet? Was the Vertibird there? Yes, sir. Good work. We'll head for the hangar now, and plan our next move from there. Rendezvous with us as soon as you can. There's more work to be done. Okay, das wird also nochmal unsere neue Base. Davon hatte ich es ja gerade. War ich also nah dran mit meiner Vermutung? Schafft ihr das auch? Braucht ihr Eskorte oder so? Ach, der Sergeant ist ja dabei. Ja. McBride, darf ich vorstellen? Sexy Doktor. Zuverlässiger Sergeant und General Ward. Wir hätten jetzt ebenfalls auf dem Weg dorthin, machen einen kleinen Stop in der in meiner kleinen Base, schauen, was wir upgraden können und dann schauen wir weiter. Bis gleich. So, es ist Upgrade-Zeit. Ich hoffe, das hat jetzt funktioniert. Wir haben jetzt ja das Zeug, was wir hier hatten, das misst jetzt alles. Ne, das ist immer noch hier. Das sollte ja eigentlich jetzt hier in die Workshop rein. Store all junk. Ist es jetzt gestored? Ja.
Jetzt ist es gestört. Wir haben trotzdem viel zu viel Gewicht. Mal gucken, warum wir so viel Gewicht haben. Die Waffe kommt mal herein. Junk. Ich bin mir nicht sicher, ob alles jetzt so funktioniert hat, wie es jetzt sollte. Sollte aber eigentlich. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall wollten wir. Oh, Tracking! Geh mir auf den Zack. So. Wollen erstmal gucken. Wir hatten ja. Okay, der ganze Junk ist jetzt drin. Okay. Apparel. Hatten wir hier eine, die ist besser. Da, okay. Ach so, nee, die andere ist besser, weil... Verteidigung... ist besser. Dann können wir die mal, scrappen. Mhm, Klebstoff ist dabei, sehr gut. Rüstung würde ich jetzt eigentlich gar nicht craften. Wir brauchen das ganze Zeug für die Waffen. Deswegen schauen wir uns mal die Waffen an. Wie gesagt, it's Crafting Time. Wir haben ja die bekommen bei der Vault 111, um die zu nutzen. Ich speichere mal ganz kurz. Quick Save. Ups. Um die zu nutzen, müssten wir einen verlängerten On fucking. Wir haben 79 Screws. Yes. Machen die drin. Und jetzt schauen wir mal, ob wir die Waffe nutzen können. Wir machen das Tor auf. Ach, das gefällt dir, wenn ich das upgrade, gell? Ja gut, dann gefällt es mir auch. Head over there. Nein. Ghost macht jetzt erstmal nichts. Wir müssen jetzt da zuschauen. So. Na, den Scope dran bauen. Gucken wir mal, ob wir da eine Scope dran bauen können. Standard Stock. Da, Glowside. Machen wir mal die dran. Boah, wir können da richtig viel. Und vor allem können wir... Nein, können wir nicht. Wir können... Advanced Receiver. Fire Rate. 23. Also ich will schon High Fire Rate haben. Ja, wahrscheinlich hier nehmen wir den hier. Ah, das geht nicht. Stufe 3. Wir haben so viel Zeug. Das gefällt mir. Momentan haben wir 19. Mit 27er Feuerrate. Aber eigentlich... Da geht die Rage besser. Wäre das halt die nächste Steigerung, da brauchen wir aber Stufe 3. Wir nehmen das hier, weil da haben wir eine größere Range. Gucken wir uns mal die Waffen nochmal an. Oh ja, das gefällt mir. Das ist gut. Oder? Ein bisschen unhandlich. Nee. Könnten wir eigentlich gar nicht nutzen. Schade eigentlich auch. Schade. Können wir nicht nutzen. Denn die Waffe ist jetzt nicht für den Gunstock gedacht. Die ist zu weit vorne. Aus Armor. Das ist mir ein bisschen zu unhandlich. Schade. Wir gucken uns die nächste Waffe an.
Die geht leider aus der Liste raus. Hätte 10 mm gehabt, wäre perfekt gewesen. Aber da können wir nichts machen. Eine können wir scrappen. Die können wir scrappen. Und da wollte ich... Die hat einen Wert von 233. Wir haben eigentlich genug Geld. Was ich aber machen wollte ist... Das darf ich nicht. Ich wollte ein Legendary rausnehmen. Und jetzt können wir die ausscrappen. Als nächstes wäre das vielleicht unser nächstes Produkt. Wir machen ein Foodstock drin. Und... Reflexite. Gucken uns die auf einmal an. Die hat auch eigentlich... gute Möglichkeit, Munition zu wechseln. Aus der Hüfte vielleicht. Ah, da genauso. Die ist nicht konzipiert für solche Sachen. Schade. Na gut. Wir schauen mal, ob wir Munition machen können. Wenn ja, gut. Ansonsten gehen wir zur Base zurück. Und schauen weiter. Vielleicht passiert was auf dem Weg. Ansonsten war es das für heute. Aber bis gleich. So, willkommen zurück in der wunderbaren Welt des Ödlands. Ich habe jetzt, auch wenn wir jetzt ein Waffennetz abgegeben müssen, weil das... Hallo, waren wir da schon mal? Hier waren wir ja noch gar nicht. Oh Gott, habe ich mich gerade erschrocken. Was ich sagen wollte. Wir haben ein paar Waffen hier abgeben müssen, weil die nicht kompatibel sind mit dem Ganztag. Aber dafür haben wir jetzt genug Munition. Wahnsinnig viel Munition. Ich habe die Waffe ein bisschen upgraden können auf automatisch. Hey. Außerdem... Nein, du nicht. Haben wir noch unsere Shotgun ein bisschen upgegradet. Macht ein bisschen mehr Schaden. Nur einfach so viel dazu. Ich habe etwas verändert. Wir sehen Fortschritt. Aber diese Höhle! Diese Höhle ist mir bisher immer entfallen. Deswegen gehen wir jetzt da mal rein und hoffen, was zu erhaschen. More Rats! Das macht schon mehr Fun. Mit Automatik. Das können wir uns leisten bei so viel Munition, die wir jetzt haben. Habe ich jetzt einfach mal so für mich entschieden. Wir sammeln natürlich trotzdem weiterhin Zeugs ein, welches wir brauchen. Denn auch irgendwann mal ist das zusätzliche Ressourcenpack, was wir erhascht haben, zu Ende. Da dürfen wir nicht sparsam sein. Oh ja, Asset. Wir müssen einfach für die Zukunft schon ein bisschen einsammeln. Asset, Asset, Asset. Ein Schloss. Komm schon. Komm schon. Sind gefailt. So. Runaway. Munition. Dietriche. Fusion Cell. Alles, was wir brauchen. Falls ihr euch fragt, ob ich überhaupt upgrade meine Perks, ja. Ist nur geskippt. Ich habe jetzt Schleichen etwas erhöht. 40% bessere Schleichwahrscheinlichkeit. Schleichen kann man immer gut gebrauchen. Munition und eine No Trash Busters Award. Mr. Benson, on behalf of the Boston Region Office, I would like to congratulate you and your team on winning the 2076 Trash Busters Award for the greatest year-to-year waste reduction by a single store. Respect for the environment is an integral part of our concrete image, and we corporate image, and we appreciate your innovative efforts in this regard. Sincerely, Gerald Phillips, Vice President Boston Region. Okay, ja, das ist gut. In der heutigen Zeit müssen wir echt ein bisschen mit der Umwelt gut handhaben.
Ist gut, dass dieses Spiel das uns auch nochmal versucht näher zu bringen. Gut, wir gehen hier raus und gehen schnurstracks zu General Ward, der uns dann eine neue Aufgabe gibt. Quick Save. Wir müssen nach Süden, und zwar hier entlang. Es ist Tag. Vielleicht passiert noch irgendetwas Spannendes, irgendein Raider-Überfall oder Roboter-Überfall. Man weiß es ja nicht. Ich glaube, McBride hat sich gut eingefunden, hat sich gut in das Team eingefügt. Ich bin zufrieden. Mit seiner Sniper-Action bin ich äußerst zufrieden. Also er hittet sehr gut. Und es ist so, wie ich mir das vorgestellt habe. Unendlich Munition. Wir müssen also nicht Sorge tragen, dass er irgendwann mal nicht mehr die Möglichkeit hat, sich zu verteidigen. Was ist jetzt da lang? Hätten aber auch über die Brücke gehen. Können wir mal ein paar andere Gegenden ausprobieren. Ist das echte Schüsse oder ist es Feuerwerk? Laufen wir mal über die Brücke. Aha, da hinten. Bumm. Ganz ruhig, da hinten Raider. Okay. Bin halt Open Field. Das macht mir gar nichts. Denn die haben eh nichts drauf. Stimpack ist auch immer gut. Fragment Grenades nehmen wir auch mal mit. Sonst ist hier nichts. Wir waren hier irgendwie schon mal tot. Double Pin. Motor. Und da oben sehe ich mehr. Aber mehr ist hier auch nicht. Hier ist die Tür zu. Okay. Waren wir hier schon mal? Sunshine Tiding. Aha. Hallo. Professor Goodfells. Okay, das nehmen wir jetzt einfach mal als We're too exposed here. Aha. Hier sind noch zu viele Gegner. Ich sehe hier zwar keine Gegner, aber okay. Settlement, das wir für uns nutzen können. Ich glaube, das werden wir beim nächsten Mal ein bisschen freundlicher hier gestalten. Ghouls scheinbar sind hier. Okay, lauf mal hier rum. Und hier machen wir dann mal kurz Ende. Und dann werden wir beim nächsten Mal herausfinden, was es hier mit dieser Gegend auf sich hat. Vielleicht können wir hier so eine kleine Station bauen, dass hier so ein bisschen Leben reinkommt. Ich glaube, das machen wir beim nächsten Mal. Danke, McBride, für die Hilfe. Und ich hoffe, du bist nächstes Mal auch dabei. Hab's atmet. McBride macht sich eigentlich ganz gut. Vor allem mit der Sniper, die haut richtig gut rein. Wir sind eigentlich jetzt auch
richtig gut ausgerüstet. Also jetzt kann kommen, was mag. Wir machen sie alle fertig. Und die kleine Gegend, die wir erkundet haben, ich glaube, da können wir ja mal dieses eine Modul aufbauen, was ich dann bei der nächsten Folge ein bisschen näher erklären möchte, um dieses kleine Dorf mit Leben zu füllen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Euer Nerd Fox. Ciao. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs.